Gerade beim routinierten Fahren passieren häufig Fehler. Wie man mit den Risiken im Schülertransport am besten umgeht, Konfliktsituationen entschärft und wie altersgerechte Kommunikation funktioniert, lernen die Teilnehmer im Rahmen einer Schulung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Es ist unterschiedlich. Beim Schulungstransport gibt es Risiken während der Fahrt beispielsweise und dann innerhalb vom Pkw bzw. im Schulbus und auch außerhalb. Innerhalb kann beispielsweise sein, dass die Kinder rumtoben, Gegenstände durch den Bus werfen und den Fahrer auch bei seiner Fahrt blockieren. Außerhalb vom Schulbus kann sein, dass beim Einfahren in den Haltestellenbereich praktisch ein Kind auf die Fahrbahn springt oder irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer die Schulbusfahrt blockieren. Das ist die eine Sache. Dann gibt es noch Risiken im Haltestellenbereich beispielsweise und Risiken beim Ein- und Aussteigen. Das heißt, die Kinder sind immer damit beschäftigt, einzusteigen und auszusteigen, was eine heikle Situation ist. Weil sie besteigen den Bus, werden teilweise von den Eltern gebracht, teilweise gehen sie auch ganz selbstständig in den Bus hinein. Und da besteht beispielsweise die Gefahr, gerade wenn es Schnee hat oder schlechtes Wetter oder wenn die Kinder drängeln, dass es dann zu Stößen kommt, zu Rucken kommt, die Kinder stürzen beispielsweise. Klassisch ist auch, dass man sich in der Tür einklemmt, zum Beispiel, ist auch ein Klassiker. Ja. Und gerade bei der Fahrt in den Haltestellenbereich herein kann eben sein, dass ein Kind dann auf den Schulbus, auf den Platz springt, ja, und dadurch Gefahrenmomente entstehen. Am geschicktesten ist, wir haben einen Risikokompetenzkreislauf, einen sogenannten, dass wir den Schulbuslenkern sagen, schaut euch die Situation im Detail an. Ja? Schaut euch zuerst mal an, nehmt ihr das Risiko überhaupt wahr? Ja? Also mit euren Sinnen, seht ihr, könnt ihr überhaupt sehen, dass die Kinder sich in Gefahr begeben und dass dort Risiken entstehen können? Ja? Also das ist die Ebene der Wahrnehmung als erster Schritt. Der zweite Schritt ist dann die Beurteilung. Also ist es ein relevantes Risiko, wo ich angreifen muss, oder ist es kein relevantes Risiko? Und das ist auch viel Erfahrung. Ja? Also wenn ich eine Situation schon erlebt habe, dann kann ich das nächste Mal anders darauf reagieren. Und der dritte Schritt ist dann die Entscheidung, also wirklich, was tue ich im Konkreten. Ja, und je nachdem, wie ich mich dann entschieden habe, wird es wieder auf die Wahrnehmung rückgekoppelt. Das ist die klassische Lernfeedback-Schleife. Dieselbe Frage haben sich auch die Teilnehmer der Schulung gestellt. In einer Gruppenübung wurden die Risiken im Bus, außerhalb des Busses und im Haltestellenbereich diskutiert und nach Lösungen gesucht. Von den Rechten und Pflichten, also Pflichten ist, der Schulbuslenker muss beispielsweise auf ganz banale Dinge achten, wie der Schulbus muss tipptopp in Schuss sein, er muss sauber sein, die Schulbuslenker sind auch verpflichtet, den einfach gut in Schuss zu halten. Also wenn irgendwelche Beschädigungen im Bus bestehen, dann wird es dem Arbeitgeber bzw. im Service gemeldet und die Schäden müssen behoben werden. Pflichten hat er auch noch, er muss besonnen, freundlich und nett sein. Also es steht tatsächlich im Gesetzestext drin, dass er eine Servicequalität liefern muss den Kindern gegenüber. Das sind mal die Pflichten. Und es gibt auch Beförderungsverbote. Also es ist dezidiert verboten, beispielsweise betrunkene Kinder mitzunehmen oder Leute, die betrunken sind. Ja, die dürfen nicht befördert werden. Genauso besteht ein Beförderungsverbot für Kinder, die gefährliche Gegenstände, also es steht im Gesetz gefährliche Gegenstände drin. Das kann sein, ein Feuerwerkskörper beispielsweise oder ein spitzer Gegenstand. Die Kinder müssen von der Beförderung ausgeschlossen werden. Konfliktsituation, es ist speziell mit Kindern sehr interessant. Es ist ein sehr pädagogisches Thema. Das heißt, man muss immer versuchen, langsam zu reden, tolerant zu sein, interessiert zu sein, aufmerksam zu sein, sich für kindliche Themen zu interessieren, um eine gewisse Nähe zu erzeugen. Und für ein Kind ist ganz wichtig, das ist eigentlich bei Erwachsenen auch wichtig, dass man einfach eine ganz klare Botschaft kommuniziert. Ja, wenn man sagt, mach das nicht, wird es das Kind nicht verstehen. Wenn man ihm aber ganz konkret sagt, was man möchte, leg den Ball wieder zurück, schlag ihn nicht, ja, ohne dass man irgendwelche Bitten formuliert, sondern das ganz konkret, dann versteht das Kind wahrscheinlich am ehesten. Also diese kindliche Kommunikation, so strukturiert wie möglich. Da gibt es auch die Giraffensprache, das sind dann vier Schritte beispielsweise. Der erste Schritt, den Anlass zu nennen. Dann begründen ist immer ganz wichtig. Das Gefühl, was habe ich für ein Gefühl? Ja, wenn mein Kind begründet zum Beispiel, ich habe Angst, dass was passiert.
dann merkt es das Kind. Und dann zum Schluss ist so, das wünsche ich mir von dir. Ja, also man äußert praktisch die Wunschhandlung. Ja. Leg den Ball weg. Ja, das Kind ist entwicklungspsychologisch, ist ein Kind natürlich in verschiedenen Altersklassen verschieden weit. Ja. Das heißt, ein bis 12-Jähriger ist einfach von den Sinnen nicht so weit ausgeprägt. Ja. Also die Entwicklungsstufen sind eingeschränkt. Das heißt, der Gehörsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn. Ja. Auch können sich die Kinder beispielsweise schwer orientieren im Raum, sind noch unsicher beim Gehen. Also das heißt, die motorischen Fähigkeiten vom Kind sind natürlich eingeschränkt. Und Kinder sind keine jungen Erwachsenen, ja, sondern Kinder sind Kinder, auf die man ganz besonders eingehen muss. Die Leute, die Schulbuslenker hier, die haben sehr viel auch mit beeinträchtigten Kindern zu tun, also mit Kindern mit Behinderung. Ja. Also es sind teilweise bis zu 50% wirklich schwer beeinträchtigte, körperlich beeinträchtigte und auch geistig beeinträchtigte Kinder. Da ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, dass man pädagogisch vorgeht, ja, und ruhig mit den Kindern redet.